Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder zurück in Chiang Mai von dem Trip, den ich auf Get Your Guide gebucht habe. Nicht gesponsert, aber ich wollte das ganz am Anfang erwähnen, dass dieser Trip richtig, richtig gut ist. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr den auch mal buchen wollt, falls ihr in Chiang Mai seid. Und das Besondere daran ist, mit diesem Trip sieht man nicht nur richtig geile Natur, richtig geile Tiere, sondern man unterstützt auch das traditionell lebende Volk dort, die schon Ewigzeiten da leben und da alles quasi selbst erhalten und die Natur richtig gut behandeln. Das heißt, falls ihr da mal in Chiang Mai seid, unbedingt diesen Trip machen. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt gerade auf dem Trekkingpfad von Mekong Village. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist auch egal. In den Urwald. Halbe Stunde ungefähr, um Gibbons zu sehen. Und natürlich wissen wir nicht, ob wir diese Gibbons überhaupt sehen können, weil ich meine, es sind Wildtiere. Die sind immer irgendwo, natürlich menschenscheu oder vielleicht menschenscheu. Aber wir geben unser Bestes, um die hier zu sehen. Und natürlich nehme ich euch hier mit. Anscheinend ein Gibbon in der Stadt gefunden oder im Dorf gefunden. Das heißt, wir drehen jetzt um, gehen dahin und sehen hoffentlich dann den Gibbon. Ja, bin ich mal gespannt. Und wir kommen auch noch mal an der Schlange vorbei. Kann ich euch jetzt gleich noch mal zeigen. Ich hoffe, sie hat sich nicht da wegbewegt. Hier ist die Schlange, klein, grün und anscheinend giftig. Deswegen will ich da auch nicht allzu nah hin. Und sie hat sich nicht bewegt. So, wir geben jetzt ganz schön Tempo vor. Ja, schauen wir mal, was der Gibbon so macht. Klar, im Dorf haben sie ihn gesehen. Wir gehen jetzt ja 10 Minuten hier einen anderen Trekkingpfad einfach nur hoch, der viel steiler ist. Nur halb im Schatten. Aber hoffentlich lohnt sich's. Thank you.
So, da im Hintergrund sind sie noch oben. Also es waren ein Männchen, ein Weibchen, Tom Kahn und Tom Korn, so ungefähr heißen sie. Und es war schon geil hier zu sein. Und was auch interessant ist, hat unsere Führerin erwähnt, da gibt es so einen Local Guard, der die Gibbons kennt und die Gibbons kennen den auch. Und wenn der nicht in der Nähe ist, dann sind die aggressiv, werfen mit Gegenständen, mit Früchten, mit Ästen und so weiter auf die Leute, die unten drunter sind. Aber wenn der da ist, dann kennen sie den, sind entspannt. Und dann kommt das dabei raus, was ihr gerade gesehen habt. Und jetzt geht die Tour weiter, da wir vorher aufgehört haben. Noch ein interessanter Fun Fact: Hier sind überall Hunde mit dabei. Und der Guard hatte auch einen Hund mit dabei, der ist die ganze Zeit rumgelaufen. Wo wir angekommen sind, hat er auch kurz gebellt, um ihm quasi zu sagen, hey, da ist was. Verstehe ich natürlich, hier ist Urwald oder Dschungel, Regenwald, gefährliche Tiere, gefährlich hier alles. Und der läuft die ganze Zeit rum und schaut, ob da irgendwelche gefährlichen Tiere kommen oder Menschen oder irgendwas und gibt dann Alarm. Und jetzt geht die Tour weiter. Wir gehen weiter den Pfad, den wir vorher lang gegangen sind. Wir werden noch ein paar Tiere hoffentlich sehen, ein paar coole, und lernen auch weiter die Pflanzenwelt kennen. Man sieht hier so den Tunnel ein bisschen. Hinten, ich weiß nicht, ob man da ein Beinchen sieht. Aber ich will auch nicht näher hin. Weil das ist die giftige Spinne oder eine giftige Spinne. Und sie meinte, wenn ihr so einen Tunnel seht, lieber weg davon halten im Dschungel. Weil die ist giftig und ja, das heißt tödlich. Damit es nicht zu spaßen. So, da ist nochmal so eine Tunnelspinne. Weiß ich, ob man es sieht. Irgendwas hat mich gestochen. Weiß noch nicht was. Ist auf jeden Fall angeschwollen, auch so ein bisschen fleckig. Tut jetzt auf jeden Fall meinen Finger im Eis. Ein bisschen tut schon auch weh und es juckt vor allem die Sau. Aber die Aussicht hier ist schon geil. So, wir haben sie jetzt gefragt. Und sie hat mir so einen Balsam, Tigerbalsam oder so gegeben. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen besser an, aber kann auch nur sein, dass ich wieder was spüre, wegen, weil es vorher im Eis quasi betäubt war. Jetzt lassen wir es einfach mal so und schauen, was draus wird. So, mich hat schon wieder was gestochen. Sieht doch genau den Einstich. Da nicht dran zu kratzen, ist extreme Selbstbeherrschung. Wir wollen gerade vorbeirennen, habt sehen. Hier, wir haben ja auch wieder Hunde dabei, zwei Stück. Einer ist immer so ein bisschen hinten dran, der andere ist immer vorne dran. Ich gehe mal auch davon aus, dass es so Wachhunde sind. Finde ich voll interessant. So, wieder zurück in Chiang Mai. Wir gehen jetzt hier auf den Nachtmarkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein richtig geiles Erlebnis. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.